Die Erfahrung entwickelt sich jetzt schon. Und damit willkommen zurück zu Pokémon. Farigiraf haben wir nun. Aufgrund der synchronisierten Gehirnströme von Kopf und Schweif sind seine Psychokräfte 10-mal so stark wie die von Girafarig. Und ich muss einfach sagen, vom Design her finde ich dieses Pokémon echt super. Also Girafarig fand ich schon alleine lustig. Aber Farigiraf, vor allem der Name. Ich will... Oha, es ist groß. Ich meine, es ist ein Giraffe, ne? Aber trotzdem, es ist groß hier im Overworld. Diesen Hut, diese Kapuze, die es da hat, das möchte ich wirklich einfach im Real Life tragen. Das sieht so cool aus. So ein bisschen sowas von einem Kettenhund hat das was, finde ich. So von der Seite könnte das einfach so Kettenhund sein. Und die Schnauze ist dann einfach so die Zunge, die so rausguckt. Ja, das sieht super aus. Ich mag es. Das ist ein tolles Pokémon. Okay. So. Und als nächstes sollte sich Normifin bald entwickeln. Deshalb packe ich ihn nach vorne, damit er ein bisschen leveln kann. Genau, wir sind hier stehen geblieben an diesem kleinen, aber feinen Pfad, wo wir uns nun zum Schneeberg hochbegeben. Nachdem wir nämlich 5 Orden haben, bin ich ready für den 6. Orden. Warum nicht? Calderosee? Nee. Montanata Bergfahrt? Natürlich. Da waren wir lang. Sind meine Pokémon geheilt? Ah, relativ, es geht. Komm, sprich mich an! Danke, dass du mich angesprochen hast. Jetzt geht's los. Du. Ein bisschen leveln kann nicht schaden. Du. Oh, Velsa. Ein Wasserbodenviech. Tja. Ich kann mal Akrobatik bei dir ausprobieren. Macht okay ein Damage, das ist auch nichts krasses oder so. Ja, das Problem ist, Normifin ist halt eine Vorentwicklung, somit kein wirklich krasses Pokémon im Moment. Und probieren wir nochmal Farigiraf jetzt aus. Jetzt, wo wir was neu haben im Team. Große Giraffe. Boing. Hat so viele Stacheln im Rücken. So, Doppelstrahl ausprobieren. Bam! Und bam! Also klar, generell macht sich viel Damage, aber da man zweimal einsetzt, ist das schon in Ordnung. Finde ich schon in Ordnung von Damage. Ja, genau. Bam! Außerdem, ich musste es ins Team tun, das Design. Ich finde es einfach super. Sieht aus, als ist so eine Krone oben mit diesen 4 Punkten drauf. Yeah! Du bist ja energisch. So ein bisschen. Finden wir hier vielleicht wieder neue Pokémon? Snobilikat. Noch mehr Sesokids. Das ist ja gefühlt das Lieblings-Pokémon von diesem Spiel. So oft, wie man das hier sieht. Neben Hauptsport natürlich. Und, weiß nicht was noch, Makuhita. Ja, komm. Einen weiteren Kampf könnten wir natürlich noch austragen. Wir sind sowieso noch fast da. Also, warum nicht? Wir Backpacker sind schwach gegen Attacken von Team Stahl. Ja, also, jede Trainerklasse soll natürlich, haben natürlich... Die haben alle natürlich einen bestimmten Typen immer als Pokémon. Aber ich beobachte sowas nie. Ich beachte sowas irgendwie gefühlt nie. Das ist natürlich nicht klug. Wenn ich den Kampf schneller und leichter schaffen möchte, ist es natürlich besser, wenn ich mir merke, welcher Trainertyp welche Pokémon benutzt. Ja, er hat zum Beispiel hier ein Pflanzen-Pokémon. Eventuell hat er nur noch Pflanzen-Pokémon bei sich. Das ist bei meinem Level gerade. Wow. Wenn jetzt stärker. Oh-oh. So, Loderlied. La la la. Wir nutzen den Vogel als Mikro und dann schmeißt er sich mit den Schallwellen auf den Gegner hin. Sehr lustig. Sehr nice. Wieder Level-Up für ihn.
Vielender. Oh, was war das nochmal? Brutaler Rammangriff mit spitzen, beeindruckendem Horn. Ja. Ja. Können wir machen. Warum Slam, wenn ich Vielender haben kann? Er hat auch einen Farigiraf. Ist halt ein normal Psycho-Pokémon. Und da wir Biss haben können, war eigentlich halt drin bleiben. Kannst du ja das Biss aus dem Pokémon rausspringen. Oh, das war wirklich nicht so viel Damage. Ah! Na gut, du hast es so gewollt. Flammenwurf! Nice. Wir müssen mal Knirscher erlernen. Biss ist zu schwach in diesem Moment. Ist wirklich zu schwach. Samenbomben. Besser als Megasauger auf jeden Fall. Du hast meine Lüge durchschaut? I guess. Und hier hat sie nicht noch mehr Pflanzen-Pokémon. Bevor ich mich jetzt heile, gucke ich erstmal, wann der nächste Gegner aufkommt. Weil ich könnte ja ein Pokémon Center erreichen. Nö, das dauert wohl noch. Ja, das ist noch ein bisschen weiter oben. Montanata ist das oder wie auch immer. Das heißt, dann heilen wir uns halt. Wir haben so viele normale Tränke, die können wir ja spammen hier bei ihm. Warte, bevor ich das spamme. So. Jetzt kann ich Trank spammen. Okay, vollgeheilt und ready für den nächsten Fight. Wenn du mich besiegst, werde ich dir das Geheimnis der Akademie verraten. Es gibt ein Geheimnis in der Akademie? Milo? Da bin ich mal gespannt. Oh oh, Toxic-Quark. Gift-Kampf, glaube ich. Ich glaube, das war Gift-Kampf. Auf jeden Fall Gift. Also machen wir unser beliebtes Doppelstrahl gegen es aus. Boah, sowas von effektiv. Das ist ja fast schon vierfach. Oder sogar vierfach, ich weiß gar nicht. Da hinten schauen die uns alle zu. Interessantes Design. Wummer! Lass mich raten. Wasser? Wummer hört sich an wie ein Hummer. Wummer ist ein Hummer, maybe? Ich weiß auf jeden Fall, dass das ein Pokémon ist, das wir schon kennen. Das ist kein neues Pokémon, richtig? Richtig. Ja, du bist ein Wasser-Pokémon. Deshalb war das gut, mit ihm hier reinzukommen in den Kampf. Boah, die Kamera ist ein bisschen komisch hier. Ich guck mal, das ist die Sander an von Kronjuwel. Das ist echt krass hier. Oder ist es hier weiter wie von Sesokids? Ach, keine Ahnung. Könnte beide sein. Sind beide ähnlich aus. I guess. Whatever. Hast du noch ein Pokémon oder ist es vorbei? Ist vorbei, yeah. Klatsch, 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 klatsch. Ich hab verloren. Da muss ich mir das Verräumnis raten. Sag es mir. Sag es, sag es. Kurz nachdem ich an die Akademie kam, gab es dort einen schlimmen Vorfall. Alle Lehrer von damals haben gekündigt. Unsere jetzigen Lehrer wurden alle danach eingestellt. What? What? Was war die? Was ist denn da passiert? Ja, die sind da alle weggegangen. So, ne? Oh, kleines Eiszapfen-Pokémon. Wir sind hier im Schneegebiet angekommen. Ich will nicht kämpfen. Ich bin Slide. So ein Professor, so ein Doktor. Was geht denn jetzt hier ab, Doktor? Ich hab die Nase voll von meinen Forschungen. Hilf mir, meine Arbeit für einen Moment zu vergessen. Ja, ja, klar, warum nicht? Ein Elektro-Pokémon. Oh, Kamera. Cool. Das ist dein einziges Pokémon. Ey! Das ist nicht nett. Das kriegst du jetzt zurück. Ist überlebt. Habe ich nicht erwartet.
Dafür, dass ich Level 39 bin, ne? Die sind gar nicht interessiert, die anderen Pokémon hier. Haben keine Lust, uns anzuschauen. Wie oft kann ich noch an? Reicht jetzt? Fünfmal! Meine Güte hier, was soll denn das? Das ist nicht okay. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Level 40. Ich kann wirklich meinen Schaden nicht mehr benutzen, das ist zu stark. Ich trinke so eine Pummern, was essen Sie? Haben Sie Ihre Attacken durch die Temps gelernt? Actually nicht. Also zumindest noch nicht. Ja, du bist underleveled. Tentara bleibt sowieso nicht im Team. Ja, Farigia ist underleveled, das muss noch ein bisschen gelevelt werden. Und hier ist das Pokémon Center. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich wollte schon vorher unbedingt fangen, aber ich habe mir gesagt, erst wenn wir im Schneegebiet sind, reden wir über die Eis-Pokémon. Und hier ist ein Eis-Pokémon, was wir eventuell schon gesehen haben, was ich unbedingt über ein Team brauche. Also wirklich unbedingt, ich brauche es. Unbedingt. Und da wird dann Tentara rausgehen. Und dieses Pokémon... Nee, es ist nicht schneebedeckt. Das ist ein neues Pokémon natürlich. Mein Team wird nur aus neuen Pokémon bestehen. Es ist dieses süße kleine Pokémon hier. Ein Zitadel. Und auf Deutsch Flanival. Das ist so süß. Ich fange mir mal schnell eins ein. Und da habe ich auch schon eins gefangen. Flanival. Oder wie ich es nenne, Zitadel. Eis-Pokémon. Vor sehr langer Zeit verließ es das Meer, um am Land zu leben. Angeblich ist es eng mit Valma verwandt. Oh. Okay. Der deutsche Name ist okay, aber der englische ist viel besser. Die Weiterentwicklung von dem Ding kennt man schon. Aber für die es nicht kennen, werde ich es nicht spoilern. So. Und damit ist unser Team tatsächlich... komplett? Das hier ist unser Team. Schon ziemlich solide, würde ich mal behaupten. Und ich muss ehrlich zugeben, Zitadel zusammen mit Zititan, die Weiterentwicklung, könnten meine Lieblings-Pokémon dieser Gen sein. Das ist auf jeden Fall sehr hoch als Kandidat. Also, so sehr gefallen mir die. Okay, aber jetzt wieder back on track, back on topic. Hier rechts ist eine Arena, eine Geisterarena. Da wollen wir lang. Ich muss nur mich richtig drehen. So. In die Richtung. Ja, ist einfach der Weg hier entlang. Na gut. Dort oben, I guess. Ja, schon. Könnte schon sein. Ich bin Lieferant. Ich bin eigentlich nur als Lieferant verkleidet. Er ist also kein Lieferant. Betrüger! Ich dachte, das ist mein Paket. Oh nein, nicht der Raptor. Ich kann das nicht sehen. Ich krieg Angst, wenn ich den Raptor jetzt sehe. Gibt's auch noch Petsnie und süße andere Pokémon. Ich meine, ich kann verstehen, wenn manche Leute... die meisten dieser neuen Pokémon alle hässlich finden. Das Design ist halt ein bisschen anders. Aber ich find's super. Ich find's schön. Und wer kommt jetzt rein in meinen Kampf? Wer kommt jetzt rein? Wer wird's sein? Oh Gott, nicht du. Da hast schon so viel gekämpft. Du musst die anderen mal gewinnen lassen, ja? Die haben noch kaum XP und du bist schon 40. Schalt mal einen Gang zurück. Einmal hier unterschreiben, bitte. Du mit deinem Cosplay da. Da gehe ich weg. So, ist das hier der richtige Weg? Frigomonta voraus. Heißt der Ort Frigomonta? Ja. Frigomonta heißt der Ort. Und hier ganz oben ist auch noch was. Wo ist eigentlich die Pokémon-Liga? Die müsste ja auch irgendwo sein, glaube ich. Ich glaube, die war hier irgendwo im Schneegebiet. Vielleicht liege ich auch falsch. Na, wie auch immer. Ich möchte weiterziehen. Ich finde es ja mal ein bisschen langweilig, to be honest.
Hier geht nicht viel ab. Ich kann euch ja mal das Bild zeigen vom Pokédex-Eintrag von Citadel. Also wenn man nach diesem Bild nicht mag, dann habe ich keine Ahnung. Also von mir. Da habe ich echt keine Ahnung. Aber das wollt ihr echt sehr, sehr oft. Das ist mein Platz. Das ist mein Platz. Nee, der Platz hast du nicht gemietet. Platz gehört jedem. Was ist denn Spin? Hast du das gesehen? Die spinnt doch wohl, wie sie rumspinnt. Ein Feuer-Pokémon, da wäre doch ein Wasser-Pokémon sehr nützlich. Leider ist es zu hoch gelevelt. Eventuell muss ich doch noch mal ein bisschen mehr offscreen leveln, weil ich bin nicht wirklich stark. Außer halt mein Starter, aber der ist schon komplett entwickelt und Level 40 und... Ne? Muss ich noch weiter erklären? Ich glaube, ich wasche vielleicht ein bisschen zu dem Spiel durch. Kann das sein? Vielleicht kriege ich einmal einen Crit drauf. Das ist also das Gute daran, dass der Angriff zweimal läuft, also zweimal trifft. Weil einer dieser, oder beide vielleicht sogar, könnten ein Crit sein. Und das ist halt sehr cool. Okay, ich switch aber raus, tatsächlich. Zitadel. Speckschicht. Oh, ist das die richtige Fähigkeit? Das weiß ich gerade nicht. Das gucke ich einfach später nach. Ich schätze, ich packe einfach mal Super rein. Oh, sind eins dieser neuen Fisch-Pokémon. Agilusa. Hehe, da können wir direkt mal viel Ender ausprobieren. Aua. Pschu. So ein spitzer Stachel, den wir da schießen. Aber leider bin ich fast down. Nice. Hör, noch ein Pokémon. Ein Dedenne. Ein Elektro-Pokémon. Wie viele Pokémon hat sie bitte? Aber Lehmschelle sollte da gut aufgehoben sein. Aber sowas von. So. Ich hoffe, ich verschätze mich nicht wieder wie vorhin. Und ich kriege das jetzt tatsächlich down mit der Lehmschelle und muss nicht heilen oder wegziehen oder sonst was. Das war knapp. Aber es hat geklappt. Und da hinten ist einfach der Schneebedeck eingeschlafen. Wie das aussieht, wie es einschläft. Und da hinten sieht man so eingegrabte Geisterhunde. Finde ich auch lustig. Oh, du bist also nicht zum Zelten hier, sondern zum Wandern. Yep. So könnte man das auch betrachten. Oh, meine Bummel sind ziemlich low. Heil klein. Ich glaube, ich muss nochmal zurückrennen zum Heilen. Wie weit ist das weg? Oh, ist aber schon ein großes Stückchen weg. Wo bin ich? Warte, sonst gehe ich einfach weiter. Weil ich glaube, ich bin sogar schon in der Nähe, wo ich hin wollte. Oder bin ich gerade komplett weg? Weit weg. Nee, ist schon richtig. Ich gehe jetzt hier geradeaus. Gehe dann hier hin. Ja, das ist schon der richtige Weg, glaube ich. Schaut mal hier. Ein Glaziola, einfach so. Braucht der nicht irgendeinen Evoli-Fangnis entwickeln? Boah, sehr viele Geisterhunde. Spawnen hier überall. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Sonst endest du doch wieder da unten. Das willst du doch nicht, oder? Willst du das? Er versteht keine Menschensprache. Der Arme. Er wollte es wohl selber rausfinden müssen. Na gut, nicht mein Problem. Sieht komisch aus, wie die hier spawnen alle. Ein bisschen komisch sieht das schon aus. Oh, halb Sneef. Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ja, wir sind fast da. Und hier ist noch ein neues Pokémon. Ha? Wo denn? Die Karte ist echt so ein Witz, kann ich euch sagen. Die funktioniert irgendwie fast nie. Schnäppke. Gibt es hier noch Magnetilos? Wo soll denn hier das neue Pokémon sein? Unter mir oder was? Ach, keine Ahnung. Wenn wir es finden, finden wir es. Wenn nicht, dann nicht. Keine Ahnung. Diese Snowboarder. Es ist wirklich zutiefst bedauerlich, was Grusha bei dem Unfall damals zugestoßen ist. Grusha? Wovon redet er?
Das werden wir bestimmt irgendwann noch herausfinden. Nur jetzt nicht. Mortipod. Geist irgendwas. Irgendwas Geist. Auf jeden Fall. Und daneben. Ich habe Schweifrüstung. Weiß nicht, was das für eine Fähigkeit ist, aber ich habe Schweifrüstung. Und das ist eine gute Fähigkeit scheinbar. Bam. Genau, Stabfahrer funktioniert nicht. Weil das Ding ist ja ein Geist-Pokémon. Geist-Pokémon können nicht von normalen Attacken getroffen werden. Ach, das habe ich falsch gemacht in der fünften Arena. Ich hätte einfach einen Geist-Pokémon holen sollen. Naja, okay. Das Ding ist... Mein Starter, wenn er sich da schon entwickelt hätte. Hätte er sich theoretisch, aber ist er gestorben. Sieht man ja auch, er ist Geist-Pokémon geworden. Er ist aber wirklich gestorben. Aber wenn er sich da schon entwickelt hätte im Kampf oder so, dann hätte ich das wahrscheinlich geschafft. Whatever. Ja, ich mache zu wenig Damage irgendwie. Ich kann es natürlich nochmal probieren, aber ich weiß nicht, wie groß der Unterschied sein wird. Und es heilt sich ja vor allem durch mich die ganze Zeit. Ich glaube, ich wechsle einfach mein Pokémon aus. Das dauert mir zu lang. Oh, wie süß. Das Flanival hat gerade auf dem Boden so ein bisschen gezappelt. Lässt sich mein Recht nochmal? Da! Das ist am Struggeln. Das kann diesen schrägen Berg nicht standhalten. Das ist zu schwer. Oh nein, nicht dumm. Nee, da bleib ich drin. Da bleib ich drin. Dummi Miesel, nicht du schon wieder. Verschwinde. Sofort. Ich glaube, das Zitordel, das hält sich ja einfach warm bei mir. Oh, da unten ist ein Bronzong. Von denen sollen wir auch welche killen für ein Entwicklungs-Item. Gena. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst, Bro? Bist du da ganz sicher? Bist du da ganz sicher? First Person, aber mit Flammenwerfer. Nice. Abgelodert. Yeah. Und Level up. Entschuldige, dieser Vorfall war lange vor deiner Zeit. Okay. Guck mal, wie süß. Ja, also Zitronen entwickelt sich, by the way. Hier, das hier. Entwickelt sich, by the way, mit einem Item. Heißt, sobald man das Item hat, kann man es direkt entwickeln. Und zu diesem Zeitpunkt könnte man schon haben. Ich muss mal später nachschauen. Ich möchte aber noch ein bisschen dieser süßen kleinen Babyform haben. Genau. Wir sind angekommen in Frigomonta. In dieser Stadt, wie ihr sehen könnt, gibt es eine Arena, eine Geisterarena. Und die? Die könnten wir doch mal anstreben. Wie chillig diese Musik hier ist. Und dann hier wieder Pumpe Musik. Ich möchte es zwar nur ungern zugeben, aber eigentlich ist Takoko hier das beste, unsere beste Auswahl für diesen Arena-Kampf. Ich möchte kurz ein bisschen diese Weihnachtsstimmung genießen. Vielleicht ist ja schon Dezember, wenn dieses Video rauskommt. Das ist auf jeden Fall gut möglich. Und hier ist es schön alles eingeschneit. Wieso kann es nicht im Real Life so schneien in Deutschland? Naja, was soll's. Man kann nicht alles haben. So, aber was muss ich tun, um gegen sie anzutreten, gegen die sechste Arena-Leiterin? Oh, hi. Maike, wie geht's? Wie steht's? Na, wie läuft deine persönliche Schatzsuche? Alles im grünen Bereich? Alles so top. Ah, so, hört was, sowas hört man gern. Das ist dein Ziel voll im Blick, was? Mhm. Viele Schüler nehmen im Rahmen ihrer Schatzsuche die Arena im Angriff. Das ist zwar nicht leicht, aber es lohnt sich. Deswegen bin ich auch hier, um dich anzufeuern. Immerhin bin ich ein Klassenlehrer. Ein Glücksei? Ein Zentral, das mit Glück erfüllt ist und für zusätzliche Erfahrungspunkte im Kampf sorgt. Oh, sehr nützlich, sehr, sehr nützlich. Das sollte dir bei der Schatzsuche hilflich sein. Als Entwickler des Pokédex würde es mich natürlich auch freuen, wenn du bei dessen Vervollständigung weiterhin dein Bestes gibst. Ich bin dann mal wieder weg. Mach weiter so und halt dich von gefährlichen Orten fern, ja? Okay, okay. Ha, recht dieses Bidi-Fassbild. Schon von, ey. Okay, wer soll das Item bekommen? Ich glaube, Farigiraf, oder? Er ist am untersten gelevelt. Er könnte das, glaube ich, von allen hier gerade am meisten gebrauchen. Das ist Glücksei. Warum ist das hier so mittendrin?
Schon komisch. Vielleicht ist es automatisch sortiert oder so, das kann auch sein. I don't know. Hier ist ein süßes kleines Mimikma. Etta, die Arenaleiterin der Frigomanta Arena, ist die Spezialistin für Geister-Pokémon. Wenn Pokémon vom Team Normal oder Kampflos gegen sie keine Chance haben. Na, hat sie wohl recht. Gibt's aber ein Magazin mit Etta? In der Arena ist es warm? Echt? Hier ist es warm. Willkommen in der Arena von Frigomanta. Okay, Maike. Ja, ja, von dir haben wir gehört. Mhm. So, bevor du gegen sie kämpfst, musst du eine Herausforderung machen. Deine Aufgabe wird es sein, die heutige Show zu eröffnen. Das Vorprogramm liegt an ganz deiner Hand. Im Klartext heißt das, begeistere das Publikum mit spannenden Pokémon-Kämpfen, bevor das Konzert der Arena-Leiterin anfängt. Sprich aber mit dem MC vor der Bühne, um die Arena-Prüfung zu beginnen. Viel Erfolg! Yo, MC! Ritten mit dem MC, yo! Bitte zur Bühne. Bitte Bühne. Okay. Da wird es wohl heftig abgehen. Hier. Bist du der MC? Bist du der Main-Character? MC Rapper. Nein, das meint nicht unser heutiges Vorprogramm ist. Man nennt mich MC Rapper und das hinter mir ist unsere Bühne. Also du wirst für uns ein paar Doppelkämpfe austragen. Das heißt, du trittst mit zwei Pokémon geistig an. Ich habe vor ein paar Folgen habe ich gemeint, hier gibt es gar keine Doppelkämpfe. Doch, hier gibt es welche. Liefern uns ein paar richtig krasse Doppelkämpfe und haut das Publikum mit der doppelten Portion Action völlig von den Socken. Wenn du die Stimme ordentlich angeheizt hast, kommt die Arena-Leiterin für ihren großen Auftritt auf die Bühne. Dann weißt du, dass du die Prüfung bestanden hast. Yeah! Sobald du die Bühne betrittst, beginnt die Show. Denk dran, dass du keinen Abgang machen kannst, bevor du drei Kämpfe hintereinander gewonnen hast. Also wie sieht's aus? Bist du bereit für deine Prüfer? Für eine mega Show? Nee, die machen wir dann in der nächsten Folge. Jo, null Probleme, ey. Lass die Zeit und lass ein Like da. Für Etta zu eröffnen ist schließlich keine leichte Aufgabe. Richtig. So, wie er es gesagt hat. So kalt hier. Pfff.